Nein, schön war die Zeit wirklich nicht, zumindest kurz nach dem Krieg. Lambert Grassmann, der Museumsleiter, hat den Mangel am eigenen Leib erlebt. Alle Vilsbiburger aber waren froh, dass der Krieg vorbei war. Und die ersten Erinnerungen und einschneidenden Erinnerungen war natürlich der Einmarsch der Amerikaner. Da war ich 8 Jahre alt, es war am 1. Mai 1945. Es wurden 4 Brücken in Vilsbiburg gesprengt, vor allem die Stadtbrücke, die ja dann unter großen Schwierigkeiten wieder befahrbar gemacht worden ist. Man hat also, nachdem sie auf der Balkseite ins Wasser gefallen ist, die Brücke, hat man die wieder aufgefüllt an der Seite und da ist man dann runter und drüben wieder raufgefahren. Es sind die anderen Brücken einigermaßen instand gesetzt worden. Die Brücken waren noch am Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nazis gesprengt worden, obwohl dies die Vilsbiburger verhindern wollten. Den Amerikanern musste die Familie Grassmann 3 Tage lang die Wohnung überlassen. Da waren also 7 Amerikaner drin, die da gehaust haben, muss ich schon sagen. Das Interessanteste war für die Amerikaner, dass sie Eier bekommen haben. Eier war ein geschlossenes Lebensmittel. Da hat nichts vergiftet sein können. Darum haben sie das also gern wollen, aber sie haben auf Deutsch gesagt, unter dem Tisch einen Saustall hinterlassen. Auf der anderen Seite hat mir ein Leutnant ein Dorf schon gleich zugeschoben. Nicht? Prägend war die Zeit der Militärregierung. Zunächst mussten die Vilsbiburger sich hier alles genehmigen lassen, ob das nun eine Tanzveranstaltung war oder eine Geschäftseröffnung. Die lokale Zeitung wurde verboten. Dafür gaben die Amerikaner ein eigenes Blatt heraus. Die Military Government Gazette, der Titel war Englisch, aber der Inhalt waren dann amtliche Verlautbarungen, die vom Landkreis praktisch, vom Landratsamt und von der Stadtverwaltung herausgegeben worden sind. Als ob die Zeiten nicht hart genug waren, suchte Vilsbiburg 1951 und 1954 das Hochwasserheim. Lambert Grassmann erinnert sich aber auch, wie schnell alles wieder bergauf ging. Ich bin 1951 aus der Schule gekommen, 8. Klasse, und da hat der Lehrer einfach hochgeschafft, wir tragen zum Klassenfoto, zum Abschlussfoto, weiße Hemden, kurze Hose, es war natürlich Lederhose, war gefragt, und vor allem Schuhe haben wir auch gehabt. Der Jahrgang vorher, wenn man das Klassenfoto anschaut, das haben wir als Gegenbeispiel ausgestellt, die sind barfuß angetreten. Das hat sich also die Zeit sehr schnell geändert, und wenn man andere Fotos anschaut aus den frühen 50er Jahren, wie man da die Freizeit verbracht hat, wie man auch spazieren gegangen ist, man hat einen Anzug gehabt, Binder, also Krawatte, das war Standard. Schnell entfaltete sich ein neuer Lebensstil. Mode mit weiten Petticoats, die Möbel, der letzte Schrei, der Nierentisch. Hausrat in einer neuen Formensprache. Man konnte davon träumen, sich einen fahrbaren Untersatz anzuschaffen. Grundlage für den ersten Luxus, die D-Mark. Das Komische war ja, mit dem Tag der Währung sind die Schaufenster plötzlich voll gewesen. Aber das war überall so. Denn wo die Ware hergekommen ist, ich weiß es nicht, aber die Ware war eben da. Und da, von da an ist es eigentlich so richtig aufwärts gekommen. Die neue Sonderausstellung ist geöffnet, mittwochs von 14 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Außerdem jeden ersten Samstag und Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr.